Oh, vom letzten auf den ersten Platz hoch. Hat aber auch das ganze Rennen gedauert, ey. So, ich habe keine Ahnung, welche Strecke das ist. Weiß es jemand? Oh nein, das ist die Strecke, die man eigentlich mit dem Motorrad fahren sollte. Weil die so viele Kurven hat. Beim Versuch, die Kurve abzukürzen, alles versaut hier. Aber wir fahren viel zu eng aneinander, das kann doch so nur schief gehen. Aber das ist genau das, was ich meine. Der random Motorrad ist natürlich jetzt vorne. Und ich fahre natürlich straight in den Baum. Oh Gott. Ich bin letzter, Alter, was ist denn das? Geht ja mal gar nicht. Jetzt? Lass mich hier hinten nicht alleine. Der Motorradtyp geht mir auf den Sack. Janik gleich wieder eingeholt. Doch nicht. Warum geht ihr da hin? Also. Ja. So, da ist Pauli weg, jetzt Sunny. Und dann ist da noch der Motorradteilnehmer. Wir sind jetzt bei 40%, das ist ein relativ langes Rennen. Also wir können das Motorrad noch kriegen, Jungs. Sunny ist nah dran. Vor allem hier auf den geraden Strecken kann man da natürlich ein bisschen was machen. Wenn man nicht, wie ich gerade in der Leitplanke knutscht. Ja, Mann, Sunny hat das Motorrad eingeholt. Sunny, es ist ein Motorrad. Baller ihn einfach von der Strecke, wenn er Ärger macht. Aha, geht doch, er musste respawnen. Sehr schön. Gut gemacht, Sunny. Hier gibt ordentlich Knallgas hier vorne. Sunny will sich heute nichts mehr sagen lassen. Er will das Ding gewinnen. Aus der Windschattenreichweite. Ja, das sieht gut aus. Oh, vom letzten auf den ersten Platz hoch. Hat aber auch das ganze Rennen gedauert, ey. Ganz kurz vom Ziel noch an Sunny vorbei. Sehr geil. Schönes Rennen. Und gut gemacht, Sunny. Ist das nicht hier wieder diese eine Motorradstrecke? Ich glaube, das ist eine andere. Ich weiß es nicht. Wechseln.
so einen behinderten Rahmen auf einmal auswählen. Ja. Ja. Jason, hast du was gegen den SLS? Na, Satonia, das würde ich überhaupt nicht wollen. Ich will das Ding fair schaffen. Wäre ja sonst viel zu einfach. Exakt, so sehe ich das nämlich auch. Hä? Nee, das ist doch dieselbe Strecke wie eben, oder nicht? Dankeschön, wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los. Alter, gerade am Anfang hier, ne, mit dem ganzen Rumgeramme, ist doch zum Kotzen. Und letzter. Ich bin auf dem Motorrad. Oh, dasselbe wie letzte Runde. Wieder am Anfang direkt auf den letzten Platz abgerutscht. Oh, nö. Meine Güte. Sollen das nicht. Ja, du hast es natürlich jetzt gerade auf den gerade auf den geraden Strecken. Hast du es jetzt natürlich schwer, weil du zu langsamer bist. Und in den Kurven musst du halt immer wieder aufholen. Da sehe ich einen Huracan, da sehe ich noch ein SLS vor mir. Und ganz vorne ist der Sunny auch im SLS. Weg war der Huracan. Weg war der SLS und wieder ist es nur Sunny vor mir. Nein. Oh Mann. Ja, Jason, sagen wir es mal so. Der SLS ist im Allgemeinen besser, aber wenn du Strecken hast, wo es nur geradeaus geht, ist der Huracan besser, weil der mehr Topspeed hat. Und der Huracan ist ja immer noch ein gutes Auto, ne? So ist es nicht. Meine Güte, du. Kann mal Auto fahren, Alter. Nummer 3 hier. Der General. Ja. Ich hab den ganz normal überholt, Alter. Der rammt mich, Alter, weg. Ja, macht er absichtlich. Fährt eigentlich die meiste Zeit ganz gut, gerade bei den Rennen. Ja, Jason, ich fahre aber keine Motorräder. Ich mag die nicht. Naja, Jason meinte nur gerade irgendwas von Motorrädern. Moin Janis, was geht ab? Ich geb doch Gas. Aber das Problem ist, mit demselben Auto kannst du halt schlecht aufholen. Oh, wir haben eben eine Deathrun-Map in Fortnite gespielt. Jetzt ein paar PvP-Events bei The Crew. Alles entspannt. Aber ich glaube, diesmal werde ich den Sunny nicht mehr einholen. Er wird nicht denselben Fehler nochmal machen wie eben in dem Rennen. Ja, Sunny hat es diesmal sauber gemacht. Damit geht das Rennen an dich, Sunny. Dich kriege ich nicht mehr. Die Zeit dafür war zwar knapp am Ende, ich bin tatsächlich nochmal näher rangekommen, aber... Niemals, ich lasse mir das nicht schenken. Ich habe Sunny ins Ziel gerammt, der wollte anhalten. Nee, schenken lasse ich mir den Sieg nicht. Ich bin sogar mit Motorrad Dritter geworden, Alter. Egal, gut, das Motorrad ist an sich für die Strecke auch nicht schlecht. Aber ist halt, wenn du so von so vielen Autos umgeben bist, nicht unbedingt einfach. Dritter. Reicht. Easy.
Ja, der R8 ist auch nicht so wirklich gut. Und ja, Motorräder sind halt gut auf kurvigen Strecken, aber ich persönlich fahre die einfach nicht gerne, deshalb lasse ich's. So, der SLS ist kurvig genug. Wendig genug. Ja, Sunny war am Ende wirklich noch knapp, aber hast du gut weggefahren. Aber wieder, ne? Am Anfang letzter Platz und dann wieder auf dem zweiten vor. Nee, Powerboot. Hab ich keinen Bock drauf, da hab ich keinen Bock drauf. Dann Real Demolition. Dankeschön, wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los. Mensch. Oh, stimmt, Pauli ist weg. Mhm. Irgendwie ist mit dem Ding hier schwarze Fischung gekommen bei mir. Immer noch oder bist du wieder raus mittlerweile? Ich bin jetzt raus. Das wird jetzt wieder was, Sunny, hier, du und ich. Sunny sagt schon im Stream, wird jetzt wieder ein Battle hier. Und was passiert? Sunny und ich sind wieder vorne an. Ich habe zwar jetzt hier den General hinter mir diesmal, der mir gerade ein bisschen Stress macht. Aber den werde ich schon irgendwie los. Also ich frage mich, was als nächstes Auto kommen wird, oder? Was nächstes ist ja jetzt der Honda. Ja, nee, ich meine, aber nach dem. Wird sich zeigen. Mag mal endlich, man kommt da. Na, das dauert noch ein bisschen. Ich bin gespannt auf den Honda. Ich bin wieder aber nur nicht so gut, glaube ich. Ne? Wird vielleicht ein bisschen besser wie der Standard S4000. Also. Ja eben, ich denke auch nicht, dass der so was Besonderes werden wird. Hier wird jetzt nicht der Oberkracher, der beste Streetcar, glaube ich, in dem Leben. Na, da glaube ich jetzt erstmal auch nicht dran. Oh, Sunny, das war aber knapp geatmet, ey. SLR, glaube ich, wird er nicht mithalten können. SLS nicht. Na, ich denke nicht. Ja. Der ist zwar durchaus möglich, aber eigentlich glaube ich es nicht. Der wird bestimmt so der andere sein. Ja, ein bisschen besser vielleicht vom Handling her. Ja, vielleicht noch 10 kmh mehr, weißt du, dann wird der schaffen. Ja, vielleicht seine 450 oder keine Ahnung, was der Commander da schafft. Und dann ist Ende. Das war er. Jo, Sunny hat sich gerade aus dem Rennen verabschiedet. Aus dem Battle hier. Der Winnerlot ist irgendwie platzmäßig schon die ganze Zeit relativ scheiße. Dafür, dass er sich selbst Sir Winnerlot nennt. Ist der coole. Ja. Jetzt willst du dann ihn überhaupt. Gerade in der Lobby habe ich andere Lobby gefunden, nicht eure, wa? Nee, wir sind nicht in der Lobby, wir sind gerade im Rennen. Ja, ich weiß, aber gerade war es ja noch mit beim Suchen. Da wollte ich zujoinen, da hat nicht funktioniert, ne? Na, nee, wir sind schon im Rennen. Kann ja gleich direkt Bescheid sagen, wenn wir in der Lobby sind, dann hast du natürlich bessere Chancen. Beziehungsweise werden wir rausjoinen. Sunny will's echt wissen hier, der will mich kriegen, der Junge.
Alter. Fuck. Come, Sonny. Wow. Ja, kann ich gleich machen. Venom, das ist kein Problem. Saturnia, ich schließe mal daraus, dass du meinst, du hast kein PS Plus, richtig? Der Ding ist der Silence Sport, auf letzte Weise. Du kannst mit in die Party kommen, Silence, und einfach so mitspielen, aber so richtig einen Platz in der Crew nicht. Da wir aber Live-Battle machen, kannst du natürlich trotzdem reinjoinen. Das war knapp, Sunny. Das war sehr knapp.